Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Prof. Dr. Finkeldey. Zuerst einmal auch von mir vielen herzlichen Dank für den Bericht. Ich werde jetzt auf meinen Vorredner auch nicht länger eingehen, nur einen Satz dazu. Ich denke, Vielfalt kann man nur schützen und ausbauen, wenn man konsequent gegen Rassismus und Sexismus kämpft. Und ich bitte Ihre angesprochen worden, die Uni Kassel ist aus der Stadt nicht wegzudenken und lockt jedes Jahr neue Studierende in unsere Stadt. Ich habe auch selber dort studiert bis 2014 und die Zeit dort hat sehr gute Erinnerungen. Von den wissenschaftlichen Mitarbeitern aus dieser Zeit sind allerdings nur noch wenige in Kassel. Ich möchte die Gelegenheit heute daher auch nutzen, wie Frau Karg-Will, den Punkt anzusprechen, der eben auch zum Alltag an den Universitäten gehört. Die Universitäten, nicht nur Kassel, aber allgemein in Deutschland, sind inzwischen ein Hort prekärer Beschäftigung. Und eben, es wurde angesprochen, etwa 90% des wissenschaftlichen Personals sind befristet. Das hat Folgen für die Lehre und Forschung, für Studierende und natürlich für die Lebensplanung des Personals. Ein großer Teil der Lehre wird über semesterweise vergebene Lehraufträge abgedeckt. Es ist inzwischen bekannt, dass die Zeiten für die Vor- und Nachbereitung nur unzureichend vergütet werden und dadurch der Stundenlohn selbst unter den Mindestlohn fallen kann. Ein erheblicher Teil der Lehre wird über Lehrkräfte für besondere Aufgaben abgedeckt. Über den Bundesdurchschnitt von 54% liegt hier die Universität Kassel. Hier sind es 76%, die befristet angestellt sind in dem Bereich. Die Lehre ist jedoch keine besondere Aufgabe. Sie ist auch keine zeitlich befristete Aufgabe. Sie ist die Kernaufgabe einer Universität, wie ja auch in dem Bericht am Anfang deutlich gemacht worden ist. Problematisch ist auch der zunehmende Anteil an Drittmittelfinanzierung. Und ich möchte hier gar nicht darauf eingehen, was das für freie Wissenschaft bedeutet. Die Drittmittel sind befristet und damit auch die entsprechenden Arbeitsverträge. Die Beschaffung von Drittmitteln ist inzwischen aber ebenfalls längst eine Daueraufgabe. Und dafür bedarf es unbefristet angestellter Beschäftigter. Die Befristungen betreffen nicht nur das wissenschaftliche, sondern auch das technische und administrative Personal. Auch hier greift die Universität Kassel immer häufiger auf die Möglichkeit der sachgrundlosen Befristung aus dem Teilzeit- und Befristungsgesetz zurück. Das heißt, nach Ablauf von 2 Jahren in der Regel Schluss mit einer Beschäftigung an der Uni Kassel. Generell bedeutet dieses Befristungsunwesen ständige Personalfluktuationen. Mit Glück erhält man vielleicht eine Verlängerung, etwa über Kettenverträge. Ist dies nicht der Fall, müssen sich die Nächsten meist in unbezahlten Überstunden einarbeiten, wird die Stelle nicht gleich besetzt, müssen andere die Tätigkeiten übernehmen. Denn die Aufgaben bestehen weiterhin, sie sind unbefristet. Der Mangel an permanentem Personal führt vielfach zur Arbeitsverdichtung. Befristung bedeutet ein Arbeiten in permanenter Probezeit. Familie, Wohnort, den Aufbau eines sozialen Umfelds plant man nicht nur für wenige Jahre. Befristung bedeutet, dass es sich oft gar nicht lohnt, in eine Stadt zu ziehen, sondern dass im einen Jahr von Berlin nach Kassel, im nächsten von Berlin nach Frankfurt gependelt wird. Befristungen zerren an den Nerven der Beschäftigten, an ihren Familien, insbesondere ihrer Kinder und Pflegebedürftigter, an Freundschaften. Befristung geht an die Gesundheit und an das Wohlbefinden ihrer Beschäftigten. Befristung geht auch massiv zulasten guter Lehre. Wie soll bei all dem Kommen und Gehen eine stabile Betreuungsbeziehung aufgebaut werden? Wie gerechte Benotungen, didaktische Fortbildung, systematische Weiterentwicklung der Lehrinhalte gewährleistet werden. Die Kampagne Uni Kassel unbefristet fordert auf ihrer Internetseite die Universitätsleitung auf, einen Befristungsbericht zu erstellen und eine verbindliche Regelung zur umfassenden Entfristung des wissenschaftlich-technischen und administrativen Personals an der Universität Kassel zu schaffen. Ich würde daher auch die Gelegenheit gerne nutzen, um Sie auch zu fragen, vielleicht können Sie in dem Schlusswort auch nochmal darauf eingehen, welche Möglichkeiten Sie sehen an der Universität für eine Verbesserung der Zukunftsplanbarkeit der Angestellten sowie für die Absicherung von Daueraufgaben durch Dauerstellen. Und wie setzt sich die Leitung der Universität auf Landesebene für eine Abkehr von der Befristungspraxis an Hochschulen ein? Denn es ist natürlich, es ist in erster Linie die Frage, wie auf Landesebene die Strukturen dafür geschaffen sind. Aber ich denke, es ist trotzdem auch die Aufgabe hier vor Ort von der einzelnen Universität. Ich möchte gar nicht behaupten, dass die Universität Kassel dort eine Ausnahme ist, außer eben bei bestimmten Stellen wie bei den LFBAs. Aber aus nicht zuletzt auch stadtentwicklungspolitischer Sicht fände ich es hervorragend, wenn die Universität Kassel ein erneutes Mal Vorreiter wäre
für sichere und gute Arbeit. Sie kämen damit ihrem Leitbild nach, in dem es heißt, die 71 gegründete Kasseler Hochschule sieht Reformen als einen zu ihr gehörigen Prozess an. Die Offenheit für neue Themen zeichnet die Universität nicht nur bei Studium, Lehre und Forschung aus. Ich möchte mich daher auch dem Appell anschließen, der vorher schon genannt worden ist, dass man hier gemeinsam versucht, wie es zu mehr unbefristeter Beschäftigung kommen kann. Ich habe zu Anfang gesagt, die Universität ist fester Bestandteil unserer Stadt. Ich würde mir wünschen, wenn auch viele der Beschäftigten fester Bestandteil der Universität wären.